Hi, hi, meine Keksfreunde. Heute ein Unboxing. Ich habe mir das Headset jetzt so ungefähr vor 4 Monaten. 4 Monate? Ach, ich meine vor 4 Wochen. Ja, so ungefähr vor 4 Wochen. Sind es vielleicht auch 5 Wochen jetzt, ja. Mir das Headset hier bestellt. Das HS50 Studio. Ist jetzt mal was mit Kabel. Ich hatte das PlayStation das PlayStation Headset Platinum. So, das hatte ich ja gehabt. Und es ist auch ganz cool, ja. Es ist cool, aber es hat auf den Ohren, finde ich, gedrückt mir. Und auch, bei mir hatte ich das Problem gehabt, dass es halt die Verbindung Probleme mit diesem Dongle Teil, ja. Ich habe jetzt hier nicht mehr das hätte, sondern meine Freundin benutzt das. Bei ihr funktioniert das super. Ja, die hat keine Verbindungsprobleme und sowas. Ja, der Sound darüber ist auch super immer noch. Aber ja, es ist halt, das ist die Scheiße. Entschuldigung. Und deswegen habe ich mir jetzt das hier gekauft. Über Amazon. Das habe ich jetzt seit über 4 Wochen. Und es funktioniert super. Ich habe das ein bisschen getestet. Ich habe es mal mit VR. Mit PlayStation VR getestet, weil ich bin ja auch ein großer Fan von PlayStation VR. Davon wird höchstwahrscheinlich auch was kommen. Immer mal. Neues Spiel. Aber ich muss ja selber überlegen, wann das Video hochkommt. Aber egal, es ist ein anderes Thema. Ja, anderes Thema. Ich bemerke gerade hier eine andere Tischdecke. Hier steht nicht mehr PlayStation. Ja, ich habe die Decke jetzt endlich gewaschen. Und jetzt trocknet sie. Und das dauert. Und dauert. Okay, fangen wir mal an. Was haben wir hier? Der Hersteller. Das Headset. Ich habe es mir in Grün geholt. Meine Lieblingsfarbe ist Grün. Und das HS50 Studio. Und irgendwelche Sachen, die unwichtig sind. Hier haben wir das Headset nochmal. Die Marke. Der Hersteller. Friss. Man kann es für den PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und mobile. So. Ja, ich habe es auch am Handy schon ausprobiert. Super Teil, immer noch. Auch auf dem Kopf ist super. Ja. Und hier haben wir nichts und hier haben wir noch ein paar unwichtigen Daten. Okay, jetzt mache ich meinen Zaubertrick und wupp. Da muss mal einer sagen, dass ich nicht zaubern kann, oder? Ja, wie gesagt, ich hatte es ja schon, schon ein bisschen getestet und ich wollte es nicht nochmal einpacken, das ist was Quatsch ist. Erstmal, was ihr seht, der Kabel schön lang. Schön langes Kabel. Das ist jetzt gerade echt stört. Das Kabel ist fest, ja. Das kann man jetzt nicht abmachen und so. Auch hier haben wir noch so ein für den PC. Die verschiedenen Anschlüsse. Ich benutze, wie gesagt, das nicht am PC. Ich benutze es nur für die Konsole und für die PlayStation 4 ist es super. Ja, mal's mal. Was ich super finde, was sieht man jetzt nicht so gut im Video. Und ich habe auch nur eine Hand. Hier, das hier, das ist. Es ist aus Metall und das finde ich super. Das für mich kommt das sehr hochwertig. Auch hier das hier ist auch aus Metall. Hier, das ist alles Plastik. Ja. Hier ja, für den Kopf. Und das finde ich auch gut, dass es das hier schön gepolstert ist. Hier ist es auch schön gepolstert. Ich finde es super, ja. Es ist super auf dem Kopf. Man kann es auch länger Zeit auf dem Kopf haben. Es ist das erste Mal, dass ich ein Headset habe mit so einem Mikrofon verbinden, dass hier so ein Mikrofon dran ist. Das kann man auch schön biegen, wie ihr seht. Ja. Das kann man auch abmachen, dann kann man dieses Ding hier dran machen. Ja. Und das kann man hier einfach so abmachen. Das Ding drauf machen, oder das zeige ich euch das mal kurz. Ich brauche ehrlich mal so ein Handyhalter. So ein Kamera. Teil, wie man es heißt.
Schreibt mal es in den Kommentar, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, und er sieht wie so mal das Headset aus. Er hat so einen Kopfhörer. Was ich super finde. Was habe ich dafür bezahlt? 60 Euro? 60? Bin mir gar nicht mehr sicher. Was vom Preis her super ist, wenn es jetzt 60 war. Es war irgendwas mit 60 Euro. War auch ein Angebot. Den Link für das Headset tue ich in die Beschreibung rein, wenn ihr Interesse habt. Ich kann es wirklich nur empfehlen aus meiner Seite. Natürlich, es gibt bessere, wo man auch 120 oder 200, 300 Euro ausgeben kann. Aber ich bin der Meinung, dass warum so viel für ein Headset? Was macht ihr, wenn es kaputt geht? Dann habt ihr so viel Geld ausgegeben und es ist kaputt. So, nochmal zum Headset. Machen wir uns mal hier ganz kurz hier ab. So, wieder abmachen. Rau, warum habe ich es dran gemacht? Weiß ich nicht. So, hier, das leuchtet nicht, sondern das ist nur grün. Wäre cool, wenn es leuchtet, aber leuchtet halt nicht. So, hier haben wir das für lauter und leiser. Und das Beste ist, es ist nicht, wer ist das? Man muss schon ein bisschen mit Kraft ein bisschen drehen. Heißt, der dreht sich nicht alleine weg. Das ist gut. Genau gleich, wir haben hier eine Nut-Taste. Reindrücken, seid ihr genutet. Rausdrücken, man hört euch wieder. Und das funktioniert auch an der Konsole. Die Konsole erkennt das, das ist super. Und wie ich von meinen Leute gehört habe, mit denen ich in der Party bin, man hört das, wenn ich mich nute. Heißt, die hören so ein Geräusch und so ein kleiner Ton hört man kurz, einen kleinen Moment, wenn ich die Taste gedrückt habe. Aber, naja, müsst mich ja nicht stören. Auch, ich habe ja letzte Zeit viel mit der Headset auch die Videos gemacht, was super, glaube ich, sehr gut rüberkam. Und ja, das ist mal ein kurzes Unboxing, würde ich mal sagen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Keks Gamer. Tschüss.